Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zum Desaster von Jurassic World Evolution. Wir haben Probleme. Sehr große Probleme, weswegen ich das alles ver oh, ja. Verkaufen werde. Wir brauchen Geld. Ich habe Geld. Cool, finde ich gut. Expeditionskarte ansehen. Keine neuen Fossilien entdeckt. Okay, dann gehen wir da hin. So. Wir haben jetzt ein bisschen Geld. Wir werden jetzt werden wie viel verbraucht null derzeit? Wie viel Strom habe ich übrig? Drei habe ich übrig. Sturmwarnung. Futter muss aufgefüllt werden. Ich hab so ein Pech, ey. Oh, hier. Füll mal auf. Oh Gott. Ja, tot, tot. Geil. Gewinn ist. Scheiße, niedrig. Okay. Brutkasten. Schnell ein neues Tier bauen, solange wir können. Solange wir noch können. Werden ein Triceratops bauen. So. Habe ich noch Geld für etwas? Ja. Ich habe noch Geld für einen von denen. Dann lassen wir die aber auch erst frei, wenn die Leichen beseitigt sind. Ein Gebäude-Upgrade wurde beschädigt. Ihr wollt mir. Ich dreh durch. Was sind die Upgrades? Jetzt weiß ich wenigstens, was diese Plattformen zu bedeuten haben. Alles wird gut. Alles wird gut. Cool. So sogar das falsche Futter. Ich könnte sie jetzt rauslassen, tue ich aber nicht. Oh, guck mal, Würgen ist noch am Leben. Soll ich Würgen heilen? Ja, komm, er ist mein einziges Tier. Ich hoffe einfach nur, dass die bald verderben werden. Geborgenheit 7%. Der wird in Kürze durchdrehen. Der wird in Kürze durchdrehen, ist das cool. Wir haben nur eine Leiche, siehst du, die andere ist verschwunden. Alles wird verkauft, alles was wir finden wird verkauft. Ich muss diesen Park retten. Um jeden fucking Preis. 200 irgendwas tausend. Jede Spritze kostet. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen für das Forschungszentrum 400.000. Wir müssen definitiv noch einen von denen bauen. Oh, Mann! Knapp eine Mille brauche ich, um das Ganze hier zu retten. Die Leiche muss hier verschwinden. Wo ist der Kranke? Ja. Wäre vielleicht besser gewesen, den auch töten. Umbringen zu lassen. Ja, jetzt der haut eh ab. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Der wird jetzt durchdrehen. Erstmal einen Schluck. Der wird irgendwann von alleine sterben. Rangerstation. Aufgabe hinzufügen. Repariere den Zaun. Reagiere auf Reparaturanfrage. Der wird von alleine umkippen. Das Gute ist, die Krankheit wird dann nicht mehr da sein. Es musst nur noch du verdienen, verwesen. Und dann verdiene ich gar nichts mehr, ne? Dann verdiene ich gar nichts mehr. Aber ich habe ja schon die neuen Tiere gebaut.
Eventuell baue ich hier nochmal schnell was. Hier zwei billige Struzios, die gut ausgebildet sind. Niedrige Gesundheit, das interessiert mich nicht. Wo ist der jetzt gerade? Da. Er freut sich seines Lebens. Kommt! Kommt raus! Habt Spaß! Mit meinem Würgen. Los, würgen! Würge sie! Der Würger, da läuft er. Gefahr für die Gäste. Ich hätte sie vielleicht drinnen lassen sollen, solange er noch lebendig ist, oder? Ach, würgen reicht das schon. Wir müssen Geld verdienen. Wir müssen unbedingt Geld verdienen. Zumindest der Zaun ist repariert. Ist das nicht schön? Okay, eigentlich können wir hier freilassen, ne? Sehr schön. Die lasse ich schon mal frei. Das Gehege ist jetzt auch sauber. Dann lassen wir die jetzt auch frei. So, dann gehen wir zu den Fossilen. Verkaufen die Fossilen. Werden aber die hier extrahieren, weil sie super billig sind. Und ich 100% möchte. Sehr schön. Dann haben wir sogar noch ein bisschen Geld, um wieder eine Expedition zu starten. Allerdings woanders hin. Und zwar möchte ich gerne Dracorex. Weil dann würden wir eine Aufgabe erfüllen und Geld kriegen. Denn wir finden sie auf einer Expedition ein kleines oder mittleres. Das Ding möchte ich haben. Okay. Puh. Wird langsam wieder. Jetzt brauche ich quasi noch Geld für das Umspannwerk und für das neue Kraftwerk. Der Gewinn steigt auch wieder. Das ist sehr schön, weil ich neue Tiere habe und alle gehen jetzt dahin und freuen sich, die Tiere zu sehen. Weil da ist das nicht schön. Die freuen sich ihres Lebens. Sehr schön. So, wir haben immer noch ein krankes Tier am Start. Das ist da. Willst du wieder rein oder was? Oh, ist kurz vorm Krepieren. Sehr schön. Krepier halt. Ist mir egal. Steckt meinetwegen die Gäste an, aber nicht meine Tiere. Die sind wertvoll. So, wir brauchen Forschungslabor, wir brauchen ACU-Hubschrauber, wir brauchen Kraftwerk, wir brauchen Umspannwerk. Das sind die vier Punkte, die ich heute noch erreichen will. Heute, diese Woche möchte ich das noch schaffen, dass das überlebt. Das wäre so mein Traum. Dass alles funktioniert. Einmal. Ein einziges Mal, dass wieder alles funktioniert. Dass wir keine Sorgen haben. Das wäre schön. Ja, der Gewinn steigt und steigt und steigt. Toter Dinosaurier, ist mir scheißegal. Bleib liegen. So, weil wenn wir das hier repariert haben, gehen die Leute auch wieder dahin. Und hier haben sie auch Spaß. Hier, wie sieht's aus? Betriebskosten, cool. Einnahmen, ja, so insgesamt haben wir schon ordentlich. Einkaufen. Finde ich schön. Personal verwalten. Brauche ich nicht so viel Personal. Ich glaube, wenn wir Personal erhöhen, erhöhen wir auch die Gäste. Das ist mein Glaube. So. Seht ihr, schon haben wir kaum noch Probleme. Seo kriegt alles auf die Reihe. Guck, da kommen die auch zurück aus Kanada. Ging ja ganz, ganz schnell. So. Der ist billig. Wieso habe ich nichts anderes bekommen? Normalerweise kriegt man noch zusätzlich irgendwas. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Das haben Sie bewiesen. Danke. Halt's Maul. So, dann bauen wir unser Kraftwerk hier natürlich wieder hin. So, genau hier zwischen. So, und dann natürlich ein Weg für die Leute. Bitteschön. So, dann brauchen wir ein Umspannwerk. Oh Gott, Umspannwerk. Bitteschön. Jetzt haben wir auch keine Stromprobleme mehr, wenn gleich
der ganze Kram hier fertig ist. Ungenutzter Strom 11. Leck mich. Wir haben gleich wieder genug Strom. So, laufende Kosten für Attraktionen. Eieieiei. Kann ja auch was werden. Oh, ich kann einen neuen Auftrag anfordern. Ja. Aufträge. Machen wir ein bisschen was für die Sicherheit. Solche Aufträge gibt's nicht jeden Tag. Schauen Sie ihn sich mal an. Nice, 3 Minuten. Und dafür kriege ich ein bisschen Geld. Mache ich. Einer der besten Wege, für die Sicherheit unserer Gäste zu sorgen, ist eine genaue Vorhersage, wie Dinosaurier in bestimmten Situationen reagieren. Ja, das haben wir schon verstanden. So, jetzt können die Leute auch hier zugucken. Ein Gewinn ist einigermaßen in Ordnung. Ich hätte gerne mehr, aber man muss ja auch nicht zu viel erwarten. So, nächste Expedition startet. Diese Expedition geht Richtung... Achso, nur noch ein Genom vervollständigen. Wir machen den Dilophosaurus fertig mit 50%. Ich denke, das ist gut. Dann haben wir das gelöst. Das löst sich von alleine. Ich muss mehr diese Fleischfresser-Sachen machen, ne? Die sind ja voll easy. Guck mal, hey, es ist nur noch hier die Leiche. Ah, schön. So soll es sein. Verfault. Selber schuld, Kleiner, selber schuld, wenn du durchdrehst. Sehr schön. Aber das heißt, wir müssen die transportieren, und zwar in ein anderes Gehege. Im Park gibt es keine Fahrtvergiftungsquellen mehr. Habe ich gut gemacht, ich weiß. Heißt das, ich kriege jetzt auch mehr Geld? Nein. Irgendwie weniger. Ah, Strom ist fertig, naja. Ja gut, was soll's. Wir sind aber schon gut dran. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch ein bisschen warten. Hier, dann kriegen wir da ein bisschen Geld, überall Geld. Und dann ist alles easy. So. Gut, planen wir weiter. Fossilienzentrum. Das kann ich alles nicht mehr bauen, ne? Forschung erforderlich. Oh mein Gott. Muss das jetzt erforschen? Innovationszentrum. Okay, wir brauchen auf jeden Fall als nächstes erstmal das Forschungszentrum. Würde ich sagen. Dann das ACU-Zentrum. Das sind 20 Strom. Wir haben 48 noch übrig. Rein theoretisch kann ich die verbesserte Leitung... Erhöht die gesamte Stromproduktion aufgewerteter Kraftwerke um 14%, birgt jedoch das Risiko 5%, dass ein Stromausfall entsteht. Aber weißt du was, wir lassen das einfach mal. Man muss nichts entfernen. Don't stop a running system, nicht wahr? Das wird schon. Kommt ihr zurück? Gleich sind sie da. Dann können wir nämlich 2 Aufträge gleichzeitig machen. Wenn wir das Forschungszentrum endlich fertig haben. Ich bin froh, dass wir irgendwie aus der Scheiße wieder rausgekommen sind. Ich bin heilfroh. Aber wir müssen das hier erstmal auf die Reihe kriegen. Wir kriegen das auf die Kette. Dann haben wir hier noch ganz, ganz viel Platz zum Bauen. Und dann läuft das. Nice. So. Gib mir die 50%, Digga. Wir haben es gleich. Wir haben es jetzt schon, ne? Betriebsgebäude, Forschungszentrum. Wo bauen wir dich denn hin? Kommt noch Platz dafür, ey. Dass man das nicht von Anfang an hat hier. Muss man nicht verstehen, ne? Okay. Wir kommen gut voran, insofern ist das jetzt gleich nicht zu teuer wird für uns. Weil irgendwo senken wir auch unsere Einnahmen dadurch. ACU-Zentrum, Helikopter-Ding brauchen wir noch nicht. Auftrag abgeschlossen. Nice. Sie hätten uns nichts beweisen müssen, aber Ihr Einsatz hier hat Eindruck hinterlassen. Gute Arbeit. Wenden Sie ein Inventarplatz-Upgrade auf ein Fossilienzentrum an. Sie haben es schon geahnt. Also sehen Sie diesen Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an.
Was haben wir denn da? Bei uns dreht sich vieles um Wachstum. Je größer wir sind, desto flexibler müssen wir im Umgang mit unseren Tieren werden. Easy. Easy money. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Vor allem hier in der Gegend. Und so macht man Geld, Freunde. So macht man Geld. Nur wenige sind dieser Aufgabe gewachsen. Die Sicherheitsabteilung überreicht ihnen eine Belohnung, weil sie auf Isla Muerta diese Aufgabe eindeutig bewältigen konnten. Charaktere. Wen haben wir jetzt kennengelernt? Robert Mülden? Diese Bilder ergeben gar keinen Sinn. Forschung. Gebäude. Transport. Kosten. 2 Mille. Will ich verarschen oder was? Mehr habe ich da nicht bekommen. Gebäude-Upgrades. Was haben wir denn hier? Reduziert Unterhaltskosten, Strom-Upgrades. Ausbrütungstempo. Ich wollte doch... Spezialwerkzeuge erhöhen die Chance, alle Expeditionen wertvolle Materialien zu finden. Ja, okay. Ein zusätzliches Außendienst-Grabungsteam, das auf eine Expedition gehen kann. Isla Muerta-Bewertung voll. Warte. Geringe Vielfalt. Ich möchte nochmal zu den Inseln. Wo sehe ich nochmal die Karte? Ah, hier. Nein. Inselnavigation, ja. Isla Mantaqueros, Isla Muerta. Da. Das heißt, Isla Muerta muss ich volle Punktzahl kriegen. Und dann erst... Ihr wollt mich doch verarschen. Wozu habe ich mir denn die Mühe gemacht, den Scheiß hier zu bauen? Zugriff auf Dracorex-Fossilien. Isla Mantaqueros. Müssen wir den noch erhöhen? Ach du Scheiße. Wir müssen nach Isla Mantaqueros zurück, ne? Um da noch den Scheiß zu verbessern. Ja, wisst ihr was? Wir machen das einfach jetzt mal. Ah, wir können die Insel neu starten. Karte. Nicht die Karte. Dinosaurierfahrzeuge. Wir gehen... Ne, wir machen das am Ende der Folge. Am Ende der Folge, so zum Abschluss, wechseln wir wieder die Karte und machen da das Ding vollständig und freuen uns, dass wir ein normales, sauberes Land haben. Da freue ich mich schon darauf, wieder zurückzukehren. So, Inselbewertung. Annehmbare Zufriedenheit. Sicherheit. Gästeverletzung, keine Schutzraumsicherung, hervorragend. Dinosaurier-Sichtbarkeit 99%, Nahrungsbewertung 0%, Nahrung und Getränke brauche ich noch. Spaßbewertung 66%, Einkaufsbewertung 72%, Transportbewegung, okay, das ist in Ordnung. Dinosaurierwertung, Authentizität, Fürsorgungsstrafe, Vielfaltstrafe. Ja, ich muss die Vielfalt erhöhen, ne? Da ist ein Auftrag auf meinem Schreibtisch gelandet. Sie müssen ihn sich ansehen. Ein Fleischfresser-Fossil, das kriegen wir doch easy hin. Also, so ist das. Wir müssen nach anderen Dinosauriern suchen, die wir domestizieren können. Oder besser gesagt, die wir in die richtige Richtung lenken können. Wir kontrollieren sie, indem wir sie sich selbst kontrollieren lassen. Anhand ihrer natürlichen Hierarchie. Darum brauchen wir mehr Proben. Diese Expedition kann helfen. So, Farnvergiftung. Tu es einfach. Mach es einfach. Scheiß Farnvergiftung, ey. Farnvergiftung kann ich mich einmal sonst wo küssen. Na, oh, guck mal, es sieht schon besser aus. Ich weiß, ich gucke ja alle 2 Minuten drauf, aber ich brauche Geld. Vervollständigen Sie ein neues Genom zu 50%. Sie sind dafür verantwortlich, dass diese Tiere satt sind.
Interessant. Wow. Falls ich leicht zu beeindrucken wäre, würden Sie es mit diesen Zahlen schaffen? Gut, meine Tiere brauchen Futter. Ich bin nicht sicher, ob Sie auf meinen Job abzielen, aber mit den Zahlen würden Sie ihn wohl verdienen. So, ein bisschen Futter für die Tierchen. Gut, wir können auch, sobald wir ein bisschen Geld angespart haben und alles, werde ich dann Operation Dingensbummens einleiten. Das wird aber ein bisschen noch dauern. Warnvergiftung abgeschlossen. Nice. Endlich sind wir diese Scheiße los. So. Expeditionsteam ist noch unterwegs. Sehr schön. So wünsche ich mir das Forschungszentrum. Wir kümmern uns auch überhaupt gar nicht gerade um die Tiere, weil wegen dieser scheiß Finanzen. Wir können auch alleine leben, finde ich gut. Die können in einer riesigen Gruppe leben. Was sind ja dieselben. Euch bringe ich noch rüber. Vielleicht behalten wir auch diese einfach, entfernen diesen Zaun und dann freuen sich halt die ganzen Viecher. Weißt du was, machen wir auch, ganz ehrlich. Ja, freut euch. Ihr habt jetzt ein riesen Gehege. So. Was soll ich sagen? Gut gemacht. Dann geht doch bitte direkt wieder los. Wir brauchen unbedingt diese 50%, damit wir weitermachen können. Gib mir mal den nächsten Auftrag. Ach, guck mal, wie schnell das geht, Inselbewertung. Brauche ich gar nicht. Aufträge. Gut, machen wir erstmal Sicherheitsauftrag zu Ende. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Muss man einfach nur 100.000 was verkaufen. Ich schmeiß heute alles um. Ich habe heute schon mein Energy umgeschmissen. Ich habe geweint. Da ist mindestens ein Viertel rausgegangen. So. Gut, das haben wir jetzt verbunden. Das heißt, wir haben hier jetzt ein Gehege. Dann gehen wir hier halt durch und machen hier noch ein Fleischfressergehege. Ich meine, was soll denn der Geiz? Ganz ehrlich. Klingt in meinen Augen gut. Ist was? Das gehen wir einfach direkt jetzt an. Vorher allerdings. Wir brauchen ja nicht die beiden. Ne? Das ist einfach nur Stromverschwendung. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Machen wir den hier weg. Dann machen wir den hier weg. Ich mag den Arschbrotkasten. So. Sehr schön. Dann können wir hier nämlich die Bäume wegmachen. Nieder mit den Bäumen. Nieder mit den Bäumen. Keiner mag Bäume. Bäume müssen raus. In die Gaskammer mit den Bäumen. Weg mit euch. Kann man nicht größer machen? Doch. Vor allem kostet das auch noch Geld. Ich meine, ich kann das Holz doch verkaufen. Wieso kostet mich das Holz bitte Geld? So, und hier geht's dann in die Hotelanlage. Habe ich mir so überlegt. Und dann hier noch so DNA-Klone und hast du mich gesehen. So. Das ist der Plan. So, hier brauchen wir den Weg. Als allererstes bauen wir natürlich das Gehege mit Zäunchen. Genau, so ging das. So, ja, da haben wir die 100.000, bitteschön. Ich hätte das selbst nicht besser machen können, danke. Bitte. So, kann ich schon die nächste Quest anfordern? Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier ist es noch schlimmer. Kleiner Pflanzenfresser. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. So, ich brauche jetzt ein hübsches Gehege für die Fleischfresser. Wir machen das mal so, dass wir hier so entlang gehen, ne? Dann machen wir hier eine Kurve. Hier eine Kurve. Es ist verkrumm.
Mir gefällt Ihre Arbeitsweise. Effizient und zielstrebig. Sie erinnern mich an mich. Also, gut gemacht. Ich würde Ihnen ja danken, aber dann könnte ich mir gleich selber danken. Sehr nett. So, wunderschön. Dann kann ich hier eigentlich noch das Gefälle machen? Das wäre echt cool. So, ein bisschen anpassen. Dann haben wir nämlich hier einen kleinen See in der Mitte. Hupsi. Dann machen wir das Ganze ein bisschen kleiner und da kommen Bäume rauf. Plus hier. So. Oder andersrum, ne? Weil hier möchten wir drauf gucken. Von dieser Seite aus. Wir machen das mal hier so. Jetzt haben wir nämlich Wasser und hast du nicht gesehen, damit das Ganze hier nicht so hässlich aussieht, machen wir das so. Sehr schön. Jetzt machen wir ein Betriebsgebäude und zwar, nee, ein Gehegegebäude und zwar den Scheiß. Dann machen wir das so. Jetzt kommt noch der Weg hinzu. Kannst du aufhören, Kurven zu machen? Danke. Da ist immer nur eine Kurve drin. Hä? Wie habe ich das angemacht? Egal, ich krieg das auch so hin. Zack. 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 So. Braucht das nicht. Habe ich es falsch rumgemacht? Ich habe es fucking falsch rumgemacht. Bin ich blöd. Alter Schwede, wieso habe ich jetzt YouTube angemacht? Hä? Lief da plötzlich Musik. Dann, wo kommt das denn her? Kannst du bitte richtig rumplatziert werden? Wär das möglich? Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Kannst du bitte richtig rumplatziert werden? Das sieht doch so scheiße aus. Ich hoffe, der Weg passt da immer noch durch. Jetzt hört fucking nochmal auf, Kurven zu machen. Leertaste. Das war's. So, hier geht's natürlich später noch weiter und so, ne? Ah, schön. Schön, schön, schön. Endlich mal funktioniert hier auch etwas. So, jetzt können wir nämlich auch ein Tor hier einbauen, damit die alle raus und rein können, wenn sie fröhlich sind, hier in die Ecke. Gut. Vielleicht packe ich hier auch einfach das Hotel hin. Am Strand, ich meine. Besser geht's nicht. Zwischen den Gehegen. Also muss ich nur ein bisschen Geld verdienen. Dann bauen wir unsere Fleischfresser, kein Strom. Ja, ach klar, logisch. So, machen den Velociraptor noch auf 100%. Und dann lassen wir hier die Dinos raus. Guck mal, wie schön das aussieht. Oh, ich habe das richtig gut hinbekommen. Ist das epic. Aber gut, Freunde, das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Und dann auf Isla Muerta zurück. Oder nein, wir sind auf Isla Muerta. Wir gehen dann zurück. So. Insel Navigation. Da. Nach Isla Mantaqueros. Weil wir das hier noch beenden müssen, um im Endeffekt ein neues Tierchen zu bekommen. Und zwar den. Hier ist eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Ein Foto von einem Dracorexio-Kriechen. Und zwar Fossilien.
möchte ich den Sinoceratops haben und dafür müssen wir auf Isla Mantaqueros die Lustigkeit erhöhen und dann kriegen wir das. Nö. Das ist ja das Mindeste. Dann können wir weitermachen. Allosaurus, cool. Carnotaurus. So, wie sieht's eigentlich aus, bevor ich jetzt aufhöre? Wir hatten doch hier eine Genmanipulation irgendwo, ne? Kreuzung da. Tyrannosaurus Rex genommen und Velociraptor genommen. Okay, Velociraptor haben wir bald. Tyrannosaurus brauchen wir noch. Forschungszentrum benötigt 4. Kosten 2 Mille. Okay. Forschungszentren benötigt 5. Isla Sorna muss Sicherheit ganz oben sein. Und dann kriegen wir nämlich den Indoraptor. Dafür brauchen wir einen Velociraptor und einen Indominus Rex. Das ist dieser Kollege hier. Das sind die beiden Sachen, die ich auf jeden Fall noch hinkriegen möchte. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Zero und tschüss.